Das Problem ist ja, dass man als Mann eben nicht Frau ist, sondern Mann. Souverän, witzig und charmant. So kennt man Gregor Gysi aus den Talkshows. Was aber immer wieder irritiert, ist seine Vergangenheit. Er soll, so der Vorwurf, mit der Stasi kooperiert haben. Also warten, man kann es den Leuten auch nicht recht machen. Noch machen wir das in Form der Ironie. Doch nicht nur mit Ironie wehrt sich Gregor Gysi gegen immer neue Aktenfunde. Auch vor Gericht kämpft er seit Jahren und beteuert, ich war kein IM der Stasi. Unter dem Titel Die Akte Gysi gab es bereits vor 2 Jahren eine Dokumentation, die im ersten ausgestrahlt wurde. Gregor Gysi ging gerichtlich dagegen vor. Das Verfahren endete mit einem Vergleich. Während dieses Rechtsstreits legte Gysi diese eidesstattliche Erklärung vor, in der er nicht nur den IM-Vorwurf bestreitet. Ich habe zu keinem Zeitpunkt über Mandanten oder sonst jemanden wissentlich und willentlich an die Staatssicherheit berichtet. Niemals also habe er über Personen an die Stasi berichtet. Das ist seine Behauptung. Also ich leiste keine falschen eidesstattlichen Versicherungen. Davon können Sie einfach ausgehen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft will davon nicht so einfach ausgehen. Seit Monaten ermittelt sie gegen Gregor Gysi. Ein pensionierter Richter hatte Strafanzeige erstattet. Sein Vorwurf, Gysi habe gelogen, als er vor Gericht diese eidesstattliche Erklärung abgab. Die Staatsanwaltschaft prüft nun alle relevanten Stasi-Aktenstücke, in denen Gysi erwähnt wird. Es ist noch nicht abzusehen, ob es zu einer Anklage kommt oder ob das Verfahren eingestellt wird. Gysi gibt derweil den Optimisten. Ich gebe aber keine falschen eidesstattlichen Versicherungen ab, nein. Ich bin noch nicht blöd. Nicht blöd? Die Suche nach der Wahrheit beginnt in diesem Hochhaus. Berlin, Leninallee. Hier hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zu DDR-Zeiten sein Büro. Im 16. Stock. Anfang 1989 überlegt Ulrich Schwarz, wie er Gysi, den Vorsitzenden des Kollegiums der DDR-Rechtsanwälte, für ein Interview gewinnen kann. Es war für Westkorrespondenten in Ostberlin so, es war so gut wie unmöglich, irgendeinen Funktionär zu einem Spiegelgespräch zu kriegen. Und auch keinen aus dem Umfeld der Funktionärskader. Gysi war ja offiziell nur in Anführung Anwalt. Aber er gehörte schon zur Nomenklatura. Und solche Leute kriegte man eigentlich gerade beim Spiegel nie für ein Gespräch. Doch Schwarz hatte Glück. Im Februar 89 sagt Gregor Gysi zu, äußert sich zum Thema Recht im SED-Staat. 2 Tage nach dem Spiegel-Interview spricht Gysi darüber mit 2 Offizieren des Ministeriums für Staatssicherheit. Stasi-Akten belegen dieses Gespräch. Am 16.02.1989 führten die Genossen Major Gerischer und Leutnant Berger ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Kollegiums der Rechtsanwälte, Dr. Gregor Gysi. Der Spiegelreporter wundert sich. Also das ist, was er über den Spiegel sagt und über mich dann, ist natürlich schon harter Tobak. Er erklärte, dass seine Befürchtungen in der Art und Weise des Vorgehens des Schwarz bestätigt fand, bei dem er im Unterschied zum Redakteur des ZDF-Magazins ständig das Gefühl habe, nur in Fallen gelockt zu werden. Das ist absurd. Aber es hat mich auch geärgert, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Dies ist ein Papier, was nie an die Öffentlichkeit kommen sollte oder was nie in unsere Hände hätte kommen sollen. Das war ein absolut vertrauliches Papier innerhalb der Stasi. Da musste er keine Rücksicht nehmen. Da konnte er halt eben voll draufhauen, weil er es nützlich fand für sich selber. So stellte er sich natürlich als Opfer dar. Er ist ja das Opfer hier, das in die Falle gelockt wird. Es ist charakterlos. Wenn ich das, Sie merken, dass ich mir im Urteil doch aber so etwas härter werde. Es ist charakterlos. Dieses Dokument der Stasi steht im Widerspruch zur eidesstattlichen Versicherung, in der Gysi behauptet: Ich habe zu keinem Zeitpunkt über Mandanten oder sonst jemanden wissentlich und willentlich an die Staatssicherheit berichtet.
Nach Aktenlage hat Gregor Gysi wohl doch mit der Stasi geredet. Über den Spiegelreporter Ulrich Schwarz. Auch über ihn soll Gysi berichtet haben. Rolf Henrich. Der Rechtsanwalt war zu DDR-Zeiten ein aktiver Bürgerrechtler, verfolgt von der Stasi. Im Dezember 89, also kurz nach der Wende, treffen sich Henrich und Gysi am sogenannten Runden Tisch. Rolf Henrich vertritt das neue Forum, Gregor Gysi die ehemalige SED. Gysi möchte die Stasi erhalten, zumindest einzelne Bereiche. Also erstens gibt es da zum Beispiel eine Abteilung, die nach wie vor Kriegsverbrechen ermittelt. Bestimmte Bereiche, die wir akzeptieren können, nämlich zum Beispiel Terrorbekämpfung oder Ähnliches, ist dort angesiedelt. Der Bürgerrechtler Rolf Henrich widerspricht Gysi energisch. Kollege Gysi, sagen Sie mir, wo gesetzlich geregelt ist, dass das MFS oder das Amt für nationale Sicherheit für Terrorbekämpfung zuständig ist. Nennen Sie mir die gesetzliche Grundlage dafür. Die gibt es meines Erachtens nicht. Also er spielte sich ja gerade als wie ein Schutzpatron da auf. Wir reden ja jetzt über den 7. Dezember 1989. Wir hatten natürlich schon vor Augen, dass es dieses Organ nach einer nächsten Wahl nicht mehr, auf keinen Fall mehr in vergleichbarer Form geben würde. Also da fragt man sich wirklich, warum ringt er da noch so verzweifelt um diese, man könnte denken, er sei denen was schuldig gewesen. Rolf Henrich ahnt während dieses Streits am runden Tisch noch nicht, dass Gregor Gysi ihn vor der Wende bei der Stasi denunziert hatte. Der kritische Henrich galt zu DDR-Zeiten für die Stasi als Staatsfeind, verlor seine Anwaltszulassung. Er hatte in seinem Buch Der vormundschaftliche Staat die Zustände in der DDR heftig kritisiert. Erst jetzt erfährt er von der Existenz dieser Information der Bezirksverwaltung Berlin. Darin wird ein Gespräch festgehalten zwischen dem Stasi-Leutnant Berger und Gregor Gysi. Dort heißt es unter anderem: Er, also Gysi, wisse zum Beispiel nicht einmal in Bezug auf den ehemaligen Rechtsanwalt Henrich, wie staatlich entschieden werde, obwohl eigentlich die Tatbestände des Paragraphen 106 StGB erfüllt seien. Dieser Paragraph 106 ahndet die sogenannte staatsfeindliche Hetze. Bis zu 10 Jahre Haft drohte denjenigen, die gegen diesen Paragraphen verstießen. Als ich das gelesen habe, war ich dann wirklich doch sehr erstaunt. Und da sage ich nun, das war auf keinen Fall die Aufgabe eines Vorsitzenden des Kollegiums der Rechtsanwälte, gewissermaßen die andere Seite, sprich das Ermittlungsorgan, das MFS, darauf hinzuweisen, dass man doch gefälligst etwas konsequenter sein solle und das Gesetz anwenden müsse. Gysi behauptet heute, er habe damals etwas ganz anderes gemeint. Über seinen Pressesprecher teilt er schriftlich mit. So machte er, Gysi, deutlich, dass dieser Paragraph schon aus Gründen der Rechtssicherheit abgeschafft werden sollte. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn er da allgemein gefragt wird, Gregor Gysi, nach seinen Ansichten zum politischen Untergrund. Warum muss ein Mann wie Gregor Gysi hier meinen Namen ins Spiel bringen? Nicht nur diese Frage hätten wir Gregor Gysi gern vor der Kamera gestellt. Er will nicht. Auch andere Reporter blitzen ab. Ist es ein Versehen gewesen? Eine Antwort. Okay. Immerhin, einige Antworten lässt er uns zukommen, schriftlich. Doch dann redet er überraschend selbst. Er gibt Stasi-Kontakte zu. In seiner Funktion als Vorsitzender des damaligen DDR-Rechtsanwaltskollegiums. Als ich Vorsitzender des Rechtsanwaltskollegiums wurde, haben mich die Berliner Vertreter aufgesucht, weil die immer die Chefs von Einrichtungen aufsuchten. Ich habe sie dann allerdings an meinen Stellvertreter verwiesen. Das war wieder so ein Stil von mir. Gysis Stellvertreter war damals Lothar de Maizière. Der CDU-Politiker verweigert uns jeden Kommentar. Gysi wird in der Diskussion noch konkreter. Erzählt jetzt, dass es doch Gespräche gab zwischen ihm und der Stasi. Zweimal habe ich sie getroffen. Das erste Mal hatte ich keine Zeit, deshalb habe ich sie weggeschickt. Dann haben wir uns fürs nächste Mal verabredet. Und dann habe ich gesagt, sie sollen ab jetzt zu meinem Stellvertreter gehen, was sie dann auch gemacht haben. Gespräche hat es also gegeben.
Worüber genau bleibt unklar. Doch wie glaubhaft ist jetzt noch seine eidesstattliche Erklärung? Ich habe zu keinem Zeitpunkt über Mandanten oder sonst jemanden wissentlich und willentlich an die Staatssicherheit berichtet. Hier, unweit des Fernsehturms, im Gebäude des DDR-Rechtsanwaltskollegiums, haben die Gespräche zwischen Gysi und dem Stasi-Leutnant Berger stattgefunden. Heute, so Gysis Pressesprecher, ist Herr Gysi nicht mehr in der Lage, im Einzelnen einzuschätzen, worüber er mit Herrn Berger sprach. Stasimann Berger ist seit Jahren abgetaucht, unbekannt verzogen und selbst für Behörden nicht auffindbar. Gregor Gysi, seit der Wende kennen ihn viele. Nur wenige kennen seine Karriere in der damaligen DDR. Ostberlin, 1977. Der junge Gysi übernimmt sein erstes wichtiges Mandat als Anwalt. Sein Mandant, der Philosoph Rudolf Barrow. Das SED-Mitglied, ein überzeugter Kommunist, hat ein regimekritisches Buch geschrieben. Die Alternative. Der Spiegel veröffentlicht einen Vorabdruck. Die Staatssicherheit reagiert prompt. Für sie ist das staatsfeindliche Hetze. Barrow muss ins Gefängnis, 2 Jahre lang. Dann darf er ausreisen. Erfahrungen mit Willkürjustiz und dem Anwalt Gysi liegen hinter ihm. Barrows Sohn kann sich noch gut an das Verhältnis seines Vaters zu Gysi erinnern. Gysi hat jetzt die Aufgabe, eigentlich aus seiner Sicht nicht die Strafe irgendwie zu begrenzen in der Länge oder ihn für unschuldig erklären zu lassen, sondern ihm seine Haftbedingungen so einzurichten, dass er das, was er machen wollte, im Knast tun konnte. Die Stasi protokolliert alles. Auch das erste Gespräch zwischen Gysi und seinem Mandanten Barrow im Gefängnis. Die DDR will Barrow ruhig halten. Sein Beispiel soll abschreckend nach innen wirken und im Ausland keine weiteren Proteste hervorrufen. Rechtsanwalt Gysi soll dem DDR-Regime dabei helfen. So wird er zum Erfüllungsgehilfen von SED und Stasi. In seiner Wohnung finden Gespräche mit der Staatssicherheit statt. Darauf deuten diese Akten hin. Gregor Gysi behauptet heute, lediglich mit einem Staatsanwalt gesprochen zu haben. Klaus Richter war Experte in der Stasi-Unterlagenbehörde. Er beschäftigt sich seit 1990 mit Gregor Gysi. Das ist wieder so ein Fall, den sowohl von den Methoden, sagen Sie, im MFS, als auch von der ganzen alltäglichen Praxis her undenkbar ist, dass ein solcher Bericht geführt wird, ohne dass ein solches Gespräch stattgefunden hat. In dem von der Stasi dokumentierten Gespräch gibt Rechtsanwalt Gysi genaue Auskünfte über die Gedanken seines Mandanten Barrow. Daraus ergibt sich, Barrow hat eine vertrauliche Nachricht auf einen Zettel geschrieben. So zumindest berichtet es ein IM Gregor der Stasi. Aus Furcht, dass das Gespräch abgehört werden könnte, notierte er auf meinem Zettel, dass er bereits eine Meldung nach drüben lanciert habe, die eine Berichtigung der ADN-Nachricht über seine Verurteilung darstellen würde. Hier ist es aber so, dass Barrow ja sehr weit geht, also ihm einen Zettel zuschiebt, wo er ihn auf etwas hinweist. Und Gysi hält es nun seinerseits für notwendig, darüber die Stasi zu informieren. Weil er ja auch nicht wissen kann, was die Stasi durch andere Quellen auch noch zur Kenntnis bekommt. Und er will sich hier nicht einem Verdacht aussetzen, über einen möglicherweise wichtigen Zusammenhang nicht informiert zu haben. Also auch das wiederum ein Indiz dafür, dass dieses Gespräch aktiv tatsächlich stattgefunden hat und er hier sich aktiv geäußert hat. Gysi bestreitet, IM Gregor zu sein. Und noch etwas bestreitet sein Anwalt. Der Kläger, Gysi, hat weder wissentlich noch willentlich ein Gespräch mit einem Angehörigen des MFS über seinen Besuch bei Rudolf Barrow geführt. Er hat darüber auch nicht an das MFS berichtet. Und die Aktenlage der Stasi? Alle anderen Forderungen Barrows wird er, also Gysi, mit uns abstimmen, bevor er diesbezügliche Schritte einleitet. Darin besteht gar kein Zweifel, dass das ein authentisches Aktenstück ist, dass es in der Hauptabteilung 20 verfasst worden ist, dass es sich um eine Tonbandabschrift handelt.
Und dass sie von dem zuständigen, operativ zuständigen Major entgegengenommen worden ist und dann von diesem Tonband abgeschrieben worden ist. Von der äußeren Form her ist das klar und von den Inhalten ebenso. Laut Akten soll Gysi die Staatssicherheit auch über Details und scheinbare Nebensächlichkeiten informiert haben. Letztlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass er während des Gesprächs einige Male hintereinander anfing, mich zu duzen. Ich bin darauf nicht eingegangen und habe ihn weiterhin mit Sie angesprochen. Was die letzte Sache betrifft, ist, dass offensichtlich Baro hier einen SED-Genossen gesehen hat, zu dem er Vertrauen haben kann. Und es war ja durchaus üblich in der SED, dass man sich mit Du anspricht. Und Gysi setzt hier und sagt, also ich habe die Distanz gewahrt, ich bin sein Anwalt, aber mehr eben auch nicht. Ne? Und das hält er, und das ist wiederum auch interessant, für mitteilenswerter Stasi gegenüber. Dass er hier nicht in eine Kumpelei verfällt oder irgend sowas, sondern dass er sich ihn hier auf Abstand hält. Und bei dem Sie geblieben ist und Baro dann auch selbst wiederum darauf eingegangen ist. Gysis Anwalt dazu in der Klageschrift gegen die ARD. Der Kläger, Gysi, ging davon aus, dass das Gespräch abgehört wurde. Deshalb war ihm zum Beispiel die Sache mit dem Siezen bzw. Duzen so wichtig, weil er gegenüber dem ZK eine gewisse Distanz zeigen musste, um vom ZK der SED für seinen Mandanten als Gesprächspartner und Vermittler akzeptiert zu werden. 1997 stirbt Rudolf Baro an Krebs. Das Mandat ist beendet. Baro war Gysis erster großer Fall. Mit diesem hat er sich in den Augen von Partei und Staatssicherheit bewährt. Gregor Gysi, ein überzeugter Sozialist, der in der DDR noch viel erreichen will. 1979. Die DDR sieht sich umzingelt von Feinden, drinnen und draußen. Der junge Rechtsanwalt Gregor Gysi übernimmt das nächste Mandat, den Fall Robert Havemann. Der Regimekritiker fordert die Freiheit des Einzelnen. Die SED fürchtet seine Schriften. Gregor Gysi wird sein Anwalt. Erich Honecker höchstpersönlich lässt über den Vater Gysis ausrichten: Grüße an Rechtsanwalt Gysi. Und definiert auch gleich den Auftrag. Ein Vertrauensverhältnis zu Havemann herzustellen, mit dem Ziel, dass dieser seine Außenpropaganda einstellt. Hier wird sozusagen der Kern dieses Gesprächs nochmal herausgestellt, nämlich dass der Vater Gysis, das ist ja auch eine Dinge, die man immer wieder beachten muss, dass es sich in gewisser Weise um einen singulären Fall in der DDR handelt. Es gab nicht nochmal einen solchen Rechtsanwalt wie Gregor Gysi, der einen Vater hatte, der direkt mit Honecker telefonieren konnte. Das bedeutete natürlich auch für die Stasi, dass sie das beachten muss, wenn sie mit ihm umgeht. Nichtsdestotrotz hat er mit ihr gesprochen, der Stasi, dass es auf Tonband aufgenommen worden ist. Und nun hat die Stasi nun ihrerseits davon erfahren, dass der Vater mit Erich Honecker gesprochen hat. Die Tonbänder sind bis heute nicht gefunden. Es gibt aber Tonbandabschriften. Gregor Gysi bestreitet deren Authentizität. Die Havemanns haben keine Wahl. Sie durchschauen aber die wahre Funktion des Anwalts, der ihnen da vorgesetzt wird. Robert Havemann wird vom Gericht erneut verurteilt. Seine angebliche Tat, Devisenvergehen. Ich will auch Berufung einlegen. Gegen das Urteil wird Berufung eingelegt, selbstverständlich. Das ist ein vollkommenes Unrechtsurteil. Straße und Grundstück der Havemanns bleiben ein Hochsicherheitstrakt. Das Gebiet ist gesperrt. Und da darf kein DDR-Bürger und auch kein Bürger der BRD hier rein. Havemann gilt als Staatsfeind. Über den Umgang mit ihm entscheidet die oberste Führungsebene von SED und Stasi. Gysi, der Rechtsanwalt, weiß mehr als die Genossen. Er ist ganz nah dran an Havemann. In einem sogenannten Lagefilm vom 10. März 1980 heißt es: 22.45 Uhr. Anruf von I.M. Gregor. Gregor weilte in den Abendstunden auftragsgemäß bei Havemann. Gregor hat entsprechend der Instruktion argumentiert. Wer war er, dieser I.M. Gregor?
Das geht natürlich nicht aus einem einzelnen Aktenstück hervor, sondern das geht aus den Gesamtzusammenhängen hervor, aus seiner Registrierung, auf den Berichten, auf die Telefonabhörprotokolle, auf die Informationen, die gemacht worden sind, auf die gesamten Umregistrierungen von Vorlauf zur OPK und so weiter, ist ganz eindeutig dieser Person Gregor Gysi zugeordnet. Also auch diese unterschiedlichen Bezeichnungen, IM Notar, IM Gregor, sind immer in Bezug auf seine Person gemeint. Gysi bestreitet jegliche IM-Tätigkeit und lässt seinen Anwalt erklären. Der Kläger, also Gysi, hat an das MFS auch telefonisch nicht berichtet. Weder hat er irgendwelche Instruktionen des MFS entgegengenommen, noch ausgeführt. Partei und Stasi überwachen Havemann bis zu seinem Tod am 9. April 82. Über 200 Spitzel waren auf ihn angesetzt. Sie lieferten viele tausend Berichte. Besonders kenntnisreich sind die Berichte von IM Gregor und IM Notar, die Katja Havemann nach der Wende in ihren Akten findet. Also ich bin schon vor Jahren zu der Gewissheit gelangt, dass hinter den Decknamen IM Notar und IM Gregor sich Herr Gysi verbirgt, weil was diese Berichte aussagen, hat so stattgefunden. Der Besucher, der hier bei meinem Mann war, der die entsprechenden Gespräche geführt hat, war einzig und allein Herr Gysi. Und auch nur er konnte in dieser Form den Inhalt dieser Gespräche wiedergeben. Es kann kein Dritter gewesen sein, es war keine Abhöranlage. Es gibt für mich nur diese Erklärung. Bei ihrer Aussage bleibt Katja Havemann bis heute. Interviews gibt sie keine mehr. Denn Gregor Gysi habe ihr Leben vergiftet. An ihm beiße man sich die Zähne aus, sagt sie. Gysis Anwalt spricht in seiner Klageschrift von einer Falschbehauptung. Nicht nachvollziehbar ist auch, woher Frau Havemann wissen will, dass es keine Abhöranlage in ihrem Haus gab. Ein neuer Aktenfund bringt den Politiker und Anwalt Gysi im Mai 2008 in Bedrängnis. Dort heißt es: Durch gezielten IM-Einsatz wurde bekannt, dass der Rechtsanwalt Dr. Gysi Havemann in seiner Wohnung in Grünheide aufsuchte. Der IM nahm Erwin mit in die Stadt und erfuhr zur Person Folgendes: Alter 19 Jahre, Abiturient, negativ eingestellt. Der Erwin aus der Akte heißt heute Thomas Klingenstein und lebt als Maler in Berlin. Er kann sich noch genau an diese damalige Autofahrt mit Gregor Gysi erinnern, über die Stasi so viel weiß. Es war der 3. Oktober 1979. Der Abend wurde spät. Und da Robert Havemann ja in Grünheide gewohnt hat, was außerhalb der Stadt war und ganz wenig öffentliche Verkehrsmittel da waren, ich selbst kein Auto hatte, hat er mir dann angeboten, mich mitzunehmen in seinem Auto, was ich gerne annahm. Was die beiden im Auto besprachen, konnte Klingenstein nach der Wende in seiner Stasi-Akte lesen. Dann ergab sich daraus natürlich dieser bis heute für mich wenig entkräftete Verdacht. Ja, wer kann das berichtet haben? Das kann ja nur Gregor Gysi gewesen sein. Weil es war ja niemand anders im Auto. Gysi klagt gegen die Herausgabe der Akten an die Medien. Klingenstein wird vom Gericht als Zeuge geladen. Gysi zieht seine Klage zurück. Heute behauptet er, niemals IM gewesen zu sein. In seiner Klageschrift heißt es: Ein als IM Bezeichneter durfte im selben Bericht nur mit seinem Decknamen genannt werden. Keinesfalls aber mit seinem bürgerlichen Namen. Experten aus der Stasi-Unterlagenbehörde widersprechen, haben längst andere Erkenntnisse gewonnen. Die Verwendung von Decknamen und bürgerlichen Namen ist häufig gemischt. Es hängt von der Facharbeiterin für Schreibtechnik ab, die gehalten war, etwa bei Tonbandabschriften zunächst eine Konspiration vorzunehmen.
Da wird dann häufig dann der bürgerliche Name oder der Deckname genannt oder es wird die Ich-Form in die Wir-Form gemeldet. Das hing ganz von der intellektuellen Kompetenz des Abschreibenden des Tonbandes ab. Es konnten also Mischformen tatsächlich vorkommen. Für Thomas Klingenstein spielt der Status des Informanten keine Rolle. Verrat bleibe Verrat. Nicht nur in seinem Fall. Ich denke, es braucht immer jemanden, der das dann macht. Der eine macht's, der andere macht's nicht. Und insofern ist das etwas, was ich natürlich furchtbar finde. Ganz egal, das ist etwas, was letzten Endes Verrat ist. Gysi behauptet, er sei nicht der EM aus den Akten. Schließlich gäbe es bis heute keine Verpflichtungserklärung. Aber darauf kommt es nicht an, so die Behörde für die Stasi-Unterlagen. Ein Teil der Unterlagen, die wir zu Gregor Gysi gefunden haben, beziehungsweise zu IM Notar und IM Gregor, sind eindeutig Unterlagen, die wir als IM-Unterlagen eingestuft haben. Die Stasi-Unterlagenbehörde richtet sich in ihrer Bewertung nach den Ablagevorschriften und der Abteilungszuordnung des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Wenn wir die Einschätzung vorzunehmen haben, dass ob eine Unterlage als IM-Unterlage eingestuft wird oder nicht, dann schauen wir nicht einseitig auf die Frage, ob es eine Verpflichtungserklärung gibt, sondern es geht im Grunde um den Nachweis darüber, dass es Kontakte, dass es Zusammenarbeit gegeben hat, dass Informationen geflossen sind. Das ist schließlich manchmal sogar von größerer Bedeutung als eine Verpflichtungserklärung. Die Akten sind glaubwürdig. Glaubwürdig deswegen, weil es die Arbeitsinstrumente der Staatssicherheit waren. Warum sollte die Stasi sich selbst belügen mit den Akten? Die Akten sind nicht angelegt worden in dem Wissen, dass wir heute hineinschauen, sondern als geheime Akten, die die Stasi benutzt hat, damit sie ihre Ziele verfolgen kann. Bis zu seinem Tod im Jahr 2012 besuchte Siegfried Runge das Grab seines Sohnes Wolf-Dieter. Dieser war 1984, kurz vor Weihnachten, von einem Stasi-Wachmann angeschossen worden. Er stirbt im Krankenhaus. SED und Staatssicherheit wollen den Mord vertuschen. Doch der Vater will Gerechtigkeit. Er glaubt, Rechtsanwalt Gysi würde ihm dabei helfen. Ich hatte eine schriftliche Anzeige angefertigt, die dem Kreisstaatsanwalt inzwischen ja bekannt war. Und das habe ich auch, diese Anzeige habe ich auch Gregor Gysi mitgenommen und er hat sich das durchgelesen und hat gesagt, Herr Runge, Ihnen wird klar sein, dass wir eine ganz schwierige Aufgabe vor uns haben. Der Fall ist brisant. Denn der Stasi-Wachmann war betrunken. Sein Opfer kam mit einem Arbeitskollegen von einer Betriebsweihnachtsfeier im Haus des Handwerks. Die beiden Jungs sind so gegen 11 Uhr, haben die Gaststätte verlassen, stellten sich an die Bushaltestelle und warteten auf den Bus. Aber der Wachmann war der Meinung, das war natürlich eine Ausrede, dass die Jungs über den Zaun klettern wollten und in die Waffenkammer eindringen wollten. Zu einer Anklage gegen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit darf es aber im totalitären Regime der Deutschen Demokratischen Republik auf keinen Fall kommen. Dieser Fall ist ja doch besonders abscheulich. Da ist ein Stasi-Mann betrunken, kurz vor Weihnachten, und geht vor seine Dienststelle und erschießt da zwei Passanten, weil sie eben zu laut gewesen sind oder auf einem Zaun da herumgestiefelt sind oder ähnliches. Und was typisch für eine Diktatur wie die DDR sie war, ist, dass eben dieser Täter nicht vor Gericht gestellt wird, sondern dass man das Ganze vertuscht. Wolf-Dieter Runge wurde nur 30 Jahre alt. Sein Vater hofft in der DDR auf ein Gerichtsverfahren. Vergeblich. Er wird krank, kommt bis zum Ende seines Lebens
nicht über den Verlust seines Sohnes hinweg. Die Stasi verfolgt ihn, eröffnet gegen ihn eine operative Personenkontrolle. Sie nennen ihn Zweifler. Laut Stasi-Bericht hatte Rechtsanwalt Gysi Instruktionen von der Stasi in Güstrow erhalten. Ein Gespräch mit Runge zu führen, die weiteren Absichten von Runge zu erfragen, Runge von weiteren Aktivitäten abzubringen. Eine weitere Zusammenkunft wurde vereinbart. Dr. Gysi informierte über seine weiteren Aktivitäten in der Angelegenheit Runge. Er brachte zum Ausdruck, dass er vom Mandat zurücktritt, wenn Runge den Weg der Klage beschreiten will. Das hat er mir persönlich nicht gesagt. Ich habe meine Stasi-Akte aufgemacht, besorgt. Und da habe ich das gefunden, seine Aussage. Dr. Gysi schlug vor, sich direkt an das MFS zu wenden. Er erbot sich, zunächst persönlich Kontakt mit leitenden Kadern des MFS aufzunehmen. Das wäre ja wieder so ein Beleg dafür, dass er auch intern, also inoffiziell, Aufgaben und Aufträge wahrgenommen hat. Und nicht nur eben diese offizielle Seite. Er muss also auch subjektiv diesen Unterschied gekannt haben. Wenn er offiziell als Rechtsanwalt mit seinem Büro, mit seiner Adresse auftritt und wenn er andererseits intern sagt, er möchte auf jemanden, der als Zweifler an den Verhältnissen angesehen wird, einwirken, dass er von offiziellen Protesten und so weiter absieht. Ja? Hier, das ist das, was wir in unserer gutachterlichen Stellungnahme bezeichnen, er hat auch Aufträge übernommen von der Stasi. Ja? Und auch hier gibt es nach der Aktenlage keinen vernünftigen Zweifel, dass so etwas tatsächlich stattgefunden hat. Und zwar in dem Fall 1987. Und was passiert? Herr Gysi spricht mit dem Ministerium für Staatssicherheit und vereinbart mit ihm praktisch, ihn davon abzuhalten, hier die Bestrafung der Täter weiter zu betreiben und sichert sogar zu, notfalls sein Mandat zurückzugeben und ihn praktisch allein im Regen stehen zu lassen. Auch das ist Mandantenverrat, aber es ist eigentlich noch mehr. Es ist ein auch menschlich schäbiges Verhalten, diesen armen Vater hier in dieser Weise hinters Licht zu führen. Das ist eine große Schweinerei. Dazu Gysis Anwalt in der Klageschrift gegen die ARD. Der Kläger, Gysi, wandte sich aber schriftlich an den Generaldirektor der staatlichen Versicherung der DDR. Gespräche haben nur dort stattgefunden. Allerdings nahm auch ein Mitarbeiter der Staatssicherheit an den Gesprächen teil. Instruktionen von der Staatssicherheit habe er zu keinem Zeitpunkt umgesetzt. Für Siegfried Runge bleiben dieses Verhalten und diese Staatstreue von Gregor Gysi unverständlich. Der begann seine Laufbahn als jüngster Anwalt der DDR. Eine sozialistische Karriere, festgehalten in einer IM-Vorlaufakte der Staatssicherheit. Die Stasi hatte einen sogenannten IM-Vorlauf im Jahr 1980 eröffnet. 6 Jahre später beendete die Hauptabteilung 209 diesen IM-Vorlauf. Dazu gibt es Dokumente, auf die Gregor Gysi immer wieder gern verweist. Es gibt ganz klare Unterlagen, die sagen, die haben geprüft, ob ich als IM geeignet bin. Dann kamen sie zu der richtigen Schlussfolgerung, dass ich als IM völlig ungeeignet bin. Und dann haben sie gegen mich eine operative Personenkontrolle eröffnet. Das ist ja auch alles belegt. Tatsächlich, diese operative Personenkontrolle ist belegt. Genauso belegt sind aber auch weitere Stasi-Berichte, in denen Gysis Name auftaucht, obwohl der IM-Vorlauf beendet war. Wenn man normalerweise den Vorlauf beendet hat, dann war die Verbindung auch häufig abgerissen. Oder aber sie ist in eine andere Kategorie übergegangen. Und das war bei Gregor Gysi der Fall. Er ist an demselben Tag, wo die alte Akte archiviert worden ist, die neue angelegt worden. Hier muss man ja an diesem speziellen Fall auch im Laufe unserer vielen Recherchen und Aktenstücke, die wir zusammengetragen haben, sagen, dass die vorhandenen Aktenstücke etwas anderes belegen.
dass es nämlich eine kontinuierliche Verbindung gegeben hat von 1978 bis zum Ende des MFS 1989 zwischen Gregor Gysi und dem MFS. Und dafür haben wir eine Menge von Belegen. Die Stasi befreit Gregor Gysi sogar von der lästigen Zollkontrolle bei Westbesuchen. Gysi soll einen Republikflüchtling von West nach Ost-Berlin zurückholen. Das ZK der SED erteilt ihm diesen außergewöhnlichen Auftrag. Mauer und Stacheldraht sind dabei kein Hindernis. Denn sein Spezialauftrag gilt einem besonderen Flüchtling. Dem Ingenieur Gerhard Fiedler. Der hat im Frühjahr 88 Verwandte in den USA besuchen dürfen und war nicht in die DDR zurückgekehrt. Das ist Republikflucht. In der DDR ein schweres Verbrechen. Fiedlers Lebensgefährtin bleibt in Ost-Berlin. Ein Problem für die SED. Die Republikflucht hatte zur Konsequenz, dass meine damalige Verlobte unverzüglich ebenfalls einen Ausreiseantrag gestellt hat auf Familienzusammenführung. Und da sie in einer exponierten Funktion als Lektor im Staatsverlag tätig gewesen ist, hat dies hohe Wellen geschlagen im Parteiapparat der SED. Das Zentralkomitee der SED schreibt an die Stasi: Lieber Genosse Rudi Mittig, ich bitte dich herzlich um deine Hilfe bei der Rückgewinnung des Bürgers Gerhard Fiedler. Am 30.05.1988 wird Herrn Fiedler der ihm als Rechtsanwalt seines Vertrauens bekannte Genosse Gysi in West-Berlin aufsuchen. Das Ministerium für Staatssicherheit antwortet, stimmt dem Vorschlag zur Rückgewinnung zu und verspricht die notwendige Unterstützung mit sozialistischem Gruß. Rechtsanwalt Gysi überrascht seinen Mandanten Fiedler vor der Kanzlei Schulenburg am Kurfürstendamm, wo der einen Termin hat. Mein Auto steht unten, Sie können sofort mit einsteigen, ich nehme Sie mit zurück. Ich bin auf dieses Angebot nicht eingegangen und unsere Standpunkte verhärteten sich, mein Gesichtsausdruck wahrscheinlich auch, sodass er gemerkt hat, in diesem offiziellen Gesprächsteil in den Büros der Rechtsanwaltskanzlei Schulenburg würden wir nicht weiterkommen. Und daraufhin hat er mich dann unter Verweis auf ihm zur Verfügung stehende Spesen eingeladen, in einen Biergarten mit ihm zu kommen, um das Gespräch noch mal zu vertiefen unter vier Augen. Man sucht deswegen nach einem schönen Lokal. Mit Argumenten und mit 50 D-Mark Westspesen soll Gerhard Fiedler überzeugt werden. Eines dieser Argumente ist mir noch in Erinnerung. Mit Blick auf eine Häuserfassade hat er gesagt, was wollen Sie denn eigentlich hier? Hier ist der Beton genauso grau wie bei uns. Gut. Ja, und das Gespräch ist so verlaufen, wie ich Ihnen das jetzt schilderte, mit Floskeln und ist dann auseinandergegangen mit einem Streit über das Bezahlen der Zeche. Gysis Anwalt schreibt dazu in der Klageschrift: Es waren lediglich 20 D-Mark-Spesen. Im Übrigen gab es auch keinen Streit über das Bezahlen der Zeche. So etwas liegt dem Kläger, Gysi, fern. Gysis Auftrag scheitert. Er muss unverrichteter Dinge zurück in den Osten. Der abschließende Bericht, geschrieben vom Zentralkomitee der SED am 31.05.88, belegt, Gysi ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Weiter heißt es: Am Dienstag, dem 7.06. 16 Uhr, wird Genosse Gysi uns vor allem über die psychologischen Probleme aus dem Gespräch mit Fiedler nähere Einzelheiten übermitteln. Der Auftrag sei eine Gefälligkeit für ein ZK-Mitglied gewesen, so Gysi heute. In seiner Klageschrift liest sich das so: Klaus Sorgenicht bat den Kläger, Gysi, mit Gerhard Fiedler zu sprechen. Es würde keine Inhaftierung stattfinden. Und genau dies hat der Kläger, Gysi, Herrn Fiedler übermittelt. Aber Gerhard Fiedler will nicht. Er bleibt in West-Berlin. Die Mauer fällt. Der Rechtsanwalt Gysi muss jetzt die SED retten. Er wird ihr Vorsitzender. Der Untersuchungsbericht am Freitag hat gezeigt, dass auch hier wieder andere schneller waren als wir.
Und das ist unverständlich und unvertretbar. Damit spielt man mit der Existenz dieser Partei und mit der Glaubwürdigkeit von Millionen Genossen. Gysi wendet die SED zur PDS. Bis zum kommenden Parteitag, der möglicherweise vorverlegt wird, soll ein Grad der Erneuerung erreicht werden, der es uns ermöglicht, künftig nur noch den Namen Partei des demokratischen Sozialismus zu tragen und damit eine neue Partei zu sein. Die PDS gehört zu den Kräften in unserem Land, die sich entschieden gegen die Vereinnahmung der DDR durch die BRD zur Wehr setzen. Die SED-PDS will sich von der Vergangenheit befreien, macht die Stasi zum alleinigen Sündenbock. Brisante Dokumente sollen verschwinden, eine hektische Aktenvernichtungsaktion beginnt. Der Abgeordnete Gysi wird zum Publikumsliebling in Ost und West. Danke. Gibt Autogramme und strebt hohe Ämter an, auch in seiner Heimatstadt Berlin. Ich würde eine solche Mehrheit im Abgeordnetenhaus und eine solche Regierungskoalition anstreben, die mich zum regierenden Bürgermeister der deutschen Hauptstadt wählte. Aus der PDS wird Die Linke, wieder ein Namenswechsel. Gysi hat viel erreicht im wiedervereinigten Deutschland. Wer hätte das 1990 gedacht, dass diese Partei die drittstärkste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland wird? Aber immer wieder diese störenden Aktenfunde und Stasi-Vorwürfe. Die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen legt bereits 1995 den ersten Bericht zur Überprüfung des Abgeordneten Gregor Gysi auf eine mögliche Stasi-Mitarbeit vor. Wir haben über den gesamten Zeitraum von 1978 angefangen bis zum Ende des MFS Unterlagen gefunden zu Gregor Gysi, die auf eine Kooperation Gregor Gysis mit dem MFS hinweisen. Und zwar nicht so sehr das isolierte einzelne Aktenstück, sondern die Gesamtsicht der inneren Zusammenhänge dieser Aktenstücke bringt zum Vorschein, dass er kooperiert haben muss. Wie sich das im Einzelfall verhalten hat, das wissen wir an manchen Stellen. Wir wissen, er hatte einen Auftrag, er hat ihn ausgeführt und er hat darüber berichtet. Der Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigt sich bis heute mit Gysis Vergangenheit. Dreimal wurden die Stasi-Akten geprüft. Es ging und geht um keine strafrechtliche, sondern um eine politisch-moralische Bewertung. In dem bis heute gültigen Befund heißt es: Der erste Ausschuss des Deutschen Bundestags hat mit der vorgesehenen Mehrheit von 2/3 seiner Mitglieder eine inoffizielle Tätigkeit des Abgeordneten Dr. Gregor Gysi für das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik als erwiesen festgestellt. Gregor Gysi wehrt sich, beteuert auch im Bundestag seine reine Weste. Er erklärt, wie es damals angeblich war mit ihm, der SED und der Stasi. Ich brauchte keine Kontakte zur Staatssicherheit. Sie waren gar nicht nötig, entsprachen weder meinem Stil noch meiner Würde. Sie begreifen nicht, dass ich damals schon so souverän war wie heute. Ich hatte Gespräche mit dem Zentralkomitee der führenden Kraft der DDR. Ich brauchte keine Kontakte zur Staatssicherheit. Wenn Herr Gysi meint, dass es weniger problematisch sei, mit den Auftraggebern der Stasi zu sprechen, statt mit der Stasi selbst, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Das macht die Sache nicht etwa besser, im Gegenteil. Es verschärft die Dinge noch, denn die Stasi war Schild und Schwert der Partei und Auftraggeber war eben dieses Zentralkomitee. Insofern hat er sozusagen eine Etage höher, wenn denn seine Aussage richtig wäre, Mandantenverrat begangen. Wenn ich wirklich meine Mandanten verraten hätte oder sowas gemacht hätte, wäre ich doch nicht 1989, 90 in die breite Öffentlichkeit gegangen, nur um mich schlachten zu lassen. Ich war davon überzeugt, dass ich mir diesbezüglich nichts vorwerfen lassen muss. Die Genossinnen und Genossen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland haben es einfach. Die meisten Wissenschaftler und Journalisten haben zu wenig Kenntnisse von den internen Organisationsabläufen der DDR. Es fällt ihnen daher leicht, eine These zu vertreten,
die sich bei Aktenlage sofort widerlegt. Doch wie ist diese Aktenlage? Wie glaubwürdig sind die Erklärungen von Gregor Gysi? Vor unserer Kamera will er nicht reden. Er sucht sich seine Fragesteller lieber selbst aus. Und auch die Fernsehbühnen für seine Inszenierung. Die Gysi-Show geht also weiter.